Was geht ab, Ladonge? Du fragst dich, wie ich auf einmal zu Basel gekommen bin. Ah ja, doch, ich habe das neueste Kapitel Blue Lock gelesen. Deswegen, sorry. Blue Lock, Hammer. Ich bin jetzt aktuell und es geht ab. Was wollte ich sagen? Achso, ich wollte was abchecken. Tja, auf jeden Fall erstmal heute, was geht. Danke fürs Interesse. Echt zu sein, das Projekt beruht momentan. Habe ich erstmal eingefroren. Hat verschiedene Gründe, dies, das. Kollege hat nicht so viel mit angepackt, wie ich wollte. Krypto läuft zu gut. Motivation dafür ist, war immer ein bisschen schwächer, deswegen hatte ich den Kollegen eingeholt. Jetzt mit dem Freezer verdoppelt sich das alles und so weiter und jetzt erst recht nicht. Und ich dachte, ja, mittlerweile denke ich mir, die Zeit ist nicht mehr so wert. Aber, also nichts aber, also ich hätte mir erstmal angehört, was du so dir vorgestellt hättest. Dann hätte ich wahrscheinlich so eine Art Vorstellungsgespräch gemacht. Aber das wird jetzt wahrscheinlich nicht nötig sein. Hatte mir aber wahrscheinlich auch eher eine weibliche Person vorgestellt, weil viel Ästhetik, mehr Instagram, Social Media und sowas, aufs Detail achten und sowas. Mehr dazu demnächst. Ich gehe jetzt erstmal was essen und dann test mal die hier. Ich habe hier zufällig den anderen Takumi entdeckt. Takumi, der gehypteste Ramenladen Münchens, wo ich mal war und ich war echt enttäuscht. Also die Suche nach gutem Ramen geht noch weiter. Demnächst mal wieder, vielleicht einmal die Woche, damit wir da durchkommen. Öfter, so viel Bock habe ich auch gar nicht auf Ramen. Ich gehe und hole mir jetzt schnell was zu essen. Bei Takedon, da schaue ich eigentlich einmal die Woche vorbei, weil die haben so wechselndes Angebot, solide Reisportionen. Und dann, wie gesagt, test mal die Dragon Ball Drinks, Alter. Wisst ihr was zu steuern? Das interessiert ja viele, weil das läuft momentan. Ich wurde vergessen und die dachten, ich will nicht für 2020 meine Steuern bei denen machen, sondern erst 2021, dann habe ich nachgefragt und jetzt ist alles im Laufen. Ich hatte aber auch die ganzen Daten für 2020 bereits hochgeladen, deswegen hatte mich das damals gewundert, dass sie nicht erwartet hatten, dass ich 2020 die Steuern haben will. Jetzt hatten die mich kontaktiert für einige Daten, die sie brauchen, von Bitrex zum Beispiel, eine API und so ein Key. Dann die mir auch easy gezeigt, wie das Ganze läuft und wie ich die Datei finde, das alles einrichte für die. Und auf Bitrex habe ich nicht viel gemacht, das war, also 2020 habe ich eh nicht viel gemacht. Das ist wirklich wenige Transaktionen. Und da habe ich zum Beispiel, als LM rauskam, hatte ich ja noch meine ganzen Bitcoin im Landing, dann ist das Landing ausgelaufen und dann habe ich einen Teil der Bitcoin umgetauscht, damit ich halt 50-50 LM machen kann. Das habe ich dann auf Bitrex gemacht, weil damals kannte ich die DeFi-Chain noch nicht so gut und über Cake war es ein bisschen teurer, dachte ich mir, mache ich das über Bitrex. Bitrex lief auch ganz gut, hatte ich das gemacht, das sind 1-2 Transaktionen, glaube ich. Sollte kein Problem sein, hat sie jetzt geschrieben, vielen Dank, ich habe die Daten für Cake DeFi in unsere Software eingespielt, sie sehen plausibel aus, okay, klingt schon mal gut. Und ich melde mich noch später, da ich ein paar Fragen wegen der Klassifizierungen habe. Ich habe keine Ahnung, was das ist, aber ich bin gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden. Thema Steuern ist ja sehr interessant für viele. Aber nur weil die das für mich jetzt so machen und das dann in meinem Fall so und so entschieden wird, heißt es nicht, dass es bei euch exakt genauso sein wird. Also das ist immer von Fall zu Fall unterschiedlich. Ich habe auch noch Gewerbe angemeldet. Lass hier und da was abschreiben bezüglich für YouTube-Videokosten, Gewerbekosten, dies, das. Also bei mir ist auch ganz unterschiedlich alles. Ja, ist nicht schwer. Oh mein Gott, was ist das für ein Special-Chair? Oh mein Gott, schaut mal, Jack. So muss das aussehen. Das ist das, was Chong machen will. So muss das aussehen. Richtig schön erfrischen. Abends am Straßenrand. Oh mein Gott. Und nicht das, was ich hier in München bisher finde. Was Warmes und... Oh mein Gott. Es macht mich so traurig, wenn ich an das denke, was ich hier so in München finde. Stephanie Kao heißt die. Das ist einfach ich in weiblich, oder? Sie macht so ein bisschen Vlog, bisschen Food, bisschen Testen, bisschen hier TikTok-Trends, Food-Trends, was kochen, nachkochen, dies, das. Eigentlich genau wie ich, bisschen was von ihrem Alltag, Mukbangs, nur mit anderen Themen halt, was in ihrem Leben so abgeht, bezüglich, was weiß ich,
Hausbau, paar Frauenthemen vielleicht, Ausbildung, was weiß ich, was sie macht, Job. Und bei mir halt Krypto. Ja, man hat sich ein bisschen auf Instagram connected. Vielleicht essen wir mal irgendwann was Saftiges zusammen. Ja, gönnen wir uns, oder? So, schauen wir mal. Sind auch so kühl genug, also ich habe sie nicht nochmal kühler gemacht oder auch ohne Eis, glaube ich, sind erfrischend genug. Wir fangen an mit meinem Unlieblingscharakter. Also, ich gehe nach Sympathie, nicht nach Geschmack. F-Trunks. Ich kann den so gar nicht leiden. Aber, klingt geil, White Grape, weiße Traube. Schreibt unten in die Kommentare, wen ihr am meisten von den fünf leiden könnt und was am geilsten klingt. Okay, okay, guter Geruch. Hat Kohlensäure. Bisschen dieses Künstliche. Kennt man von so asiatischen Süßigkeiten. So einen ähnlichen Geschmack kenne ich. Jetzt zum Trinken. Schmeckt nicht so geil, um ehrlich zu sein. Nicht wirklich süß. Hat so einen komischen Geschmack. Ocean Bomb, Future Trunks, mehr kann ich nicht lesen. Von Toy Animation, das ist natürlich auch noch. White Grape. Dann Boo. Boo ist Peach. Peaches. Nicht Red Peach wie bei, wie heißt sie nochmal? Shirin David. Riecht angenehm nach Pfirsich, ja. Verpackung sieht cool aus. Vielleicht wollt ihr den Trunks nochmal sehen. Sieht cool aus, ja. Und hier Boo. Eigentlich nicht Majin Boo, oder? Weil der wurde ja wütend und dann kam das Majin, der dünne Boo, aus ihm raus. Oder? Eigentlich ist es nur Fett Boo. Auch nicht so süß. Keins von beiden ist, wahrscheinlich weil es halt Asian ist und im Vergleich zu den Brattee und Dirty und Suchti kein Vergleich mit Zuckergehalt und so. Ist angenehm. Ja, schmeckt eigentlich ganz solide. Also. Schmeckt halt nicht so, wie ich es erwarte. So zuckersüß nach Pfirsich. Hat ein leichtes Pfirsicharoma. Die Kohlensäure. Also ich habe gar nicht damit gerechnet, dass es Kohlensäure hat. Schmeckt besser als Trunks auf jeden Fall. Dann Goku. Sieht aus wie Orange. Ist auch Orange. Alles klar. Passt natürlich zum Kampfanzug Orange. Ah ja, das hat auch gepasst. Rosa. Goku. Super Saiyan God. Blue. Super Saiyan Blue. Also ich stelle mir jetzt vor, dass es einfach wie Mirinda schmeckt. Mirinda Orange, kennt ihr? 1:1 Mirinda. Heißt, er schmeckt ganz gut. Also süßer als die anderen zwei. Schmeckt wie Mirinda. Wer glaubt, der wird das? Vegeta oder Vegito? Der Prinz der Saiyajin. Gelb für Zitrone. Da steht Cider. Ich weiß nicht, ob Cider dasselbe ist wie Zitrus, Zitrone. Aber ich nehme es mal an. Wer den Manga momentan liest, der weiß, was abgeht. Ein neuer Gegner. Das ist nach Turnier der Klauf. Momentan kämpft gerade Vegeta. Und zeigt, was er kann. Neue. Oh, kein Spoiler. Nichts Neues. Ihr wisst gar nicht, was ich sagen wollte. Ja, eigentlich nach Zitrone. Also, um ehrlich zu sein, stelle ich mir auch vor, dass es wie Mirinda schmeckt. Also, schmeckt auch wie Mirinda, so halt nur ein bisschen zitroniger. Muss sagen, dass das mein Favorit bisher.
Also die zwei kann man auf jeden Fall immer trinken. Die zwei sind vom Aroma her ein bisschen komisch und von der Süßigkeit her für mich als eingedeutschten Asiaten zu mild. Dann haben wir hier, oh, Apfel. Geilster Charakter und geilster Geschmack. Oh yes. So. Riecht. Riecht denn das auch nach Apfel? Irgendwas ist, Bekanntem. Ja, Digga. Woher kenne ich diesen Apfelgeschmack? Das schmeckt nicht wie Apfelschorle, offensichtlich. Schmeckt wie Limo mit Apfelgeschmack. Oh, irgendein Getränk schmeckt genauso. Selbe Stufe wie die hier. Bisschen süßer als die anderen und gutes Aroma. Kann man machen. Mir fällt gerade nur nicht ein, woher ich diesen Geschmack kenne. Aber ja, interessant. Also kann man machen. Keins von denen war eklig. Ich würde sogar sagen, besser als Shirin David. Und auch besser als Suchti. Und halt richtig geil. Vielleicht auch für ein paar Sammler oder so, Dragon Ball Fans. Gönnt euch auf jeden Fall. Habe ich beim Go-Asia-Laden hier in München entdeckt. Gibt es, glaube ich, aber in jedem Go-Asia-Laden in ganz Deutschland so eine Aktion. Ja, kann man machen. Heute ist Manga-Time gewesen. Wieder alle neuen Kapitel der Woche. Ich weiß gar nicht, ob ich euch das erzählt hatte. Dragon Ball Super, neues Kapitel. Vegeta hat wieder mal versagt. Ganz Twitter regt sich darüber auf. Was, wie heißt das? Seraph of the End? Seraph of No End? Irgendwas mit Seraph und End. Hat mir ja ein Zuschauer, der Sascha, Kuss geht raus, Anführer unserer Telegram-Gruppe, empfohlen. Und ja, das lese ich gerade fleißig. Noch 9 Kapitel oder so. Ist okay, kann man sich geben. Kann man sich geben. Ansonsten die Woche kam eigentlich kein krasses Kapitel raus von irgendwas. Oh! Solo Leveling! Solo Leveling, nicht schlecht, nicht schlecht. Aber das war's von mir, Leute. Ihr wisst Bescheid, wie man liken, subscriben, kommentieren, checkt die Videos ab. Folgt mir auf Twitch und Instagram. Investiert in Bitcoin. Zu saftig, Cashflow, DFI. Serious Business und ciao, Alter.